Es ist Sonntag, es ist schönstes Wanderwetter. Die Crazy Wanderers sind heute in Dörentrop. Ja. Wann hast du die? Es ist doch schon länger geplant, die Tour, ne? Weiß gar nicht. Ja. Haben wir, glaube ich, schon länger auf der Agenda drauf. Achim hat hier nochmal überarbeitet. 20 Kilometer, 500 Höhenmeter, glaube ich, ne? Ja, so ungefähr. Ein bisschen weniger sogar noch. Highlights? Eine Burg. Oh, eine Burg. Eine Burg. Hatten wir letzte Woche schon. Letzte Woche, die war schon nicht schlecht. Ja, die war gut. Ja, dann bin ich mal auf die heutige gespannt. Ja. Ein paar schöne Aussichten werden wir mit Sicherheit auch haben. Wetter ist herrlich. Bin mal gespannt, wie es wird heute. So. Die Tour wird, glaube ich, die letzte für die nächsten 3 Wochen, glaube ich, sein. Mindestens. 6 Wochen. 6 Wochen? Ja, wenn du weg bist im Urlaub, dann bin ich auch im Urlaub. Ich komme ja, okay, sagen wir. Aber das sind keine 6 Wochen dann auf jeden Fall. Okay. Doch so lange. Donnerwetter. Ja. Müssen wir auch genießen. Auf alle Fälle. Ich würde sagen, dann sehen wir uns quasi dann erst Ende August wieder, ne? Ja, wenn alles klappt am 23. Ne? Gut. Okay, aber nichtsdestotrotz machen wir erstmal die heutige Wanderung. Wir sehen dann weiter. Bis dann. Blick. Ja. Genau, werfen. So, unser erstes kleines Highlight. Oh, so klein ist der aber auch nicht, der ist schon ein bisschen größer. Der ist so groß wie der Buchstädter See ungefähr. Echt? Ja, Buchstädter See ist noch größer, würde ich sagen. Donner, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Ja. Ich war da als Kind das letzte Mal gewesen. Also Buchstädter See ist größer. Donner. Und hier hinten sind. Auf dem Wasser müssen Fische sein. Ehrlich. Genau, das weiß ich. Als diese Controller für die PlayStation rauskamen, diese Move-Controller, da gab es ein Sportspiel und da hast du das auch gespielt hier. Das ist hier ein Disc-Golf-Park. Also du kannst mit Disc-Scheiben kannst du Golf, quasi Golf spielen. Hier ist ein Parcours. Direkt Par am drei, See. Ja. Da ist das Dreier. Genau, da ist auch einer. Da hinten sind hinterm Bäumen. Könnt ihr das sehen, sind auch welche. Und da startet man. Eben war eben so ein Startpunkt, wo du halt wirfst. Und dann versuchst du halt die Disc-Scheibe hier ins quasi ins Loch reinzuwerfen. Coole Sache. Jo. Das müssen wir mal üben. Ah. Mal genau gucken hier. Verheddert sich dann hier in diese Ketten und bleibt dann hier liegen. Ja. Försterweg. Schönes kleines Haus mit Stall und Pferden. Coole Sache. Einen dicken Kirschbaum. Brauchen wir wieder Kirschen pflücken? Mutter hat gesagt, ich sollte mal einen Sack mitbringen. Soll ich jetzt, erst einen Sack einpacken. Ich werde das bei Aachen beantragen. Oh, die sehen gut aus. Guckt euch das an. Ja. Und die hängen tief. Die hängen tief hier vorne. Au. Oh, dann nehmen wir nicht mal die Arme. Die zupfen wir mit dem Mund runter. Hier. Die leckeren Biester. Guckt euch an. Aber du musst das machen. Ich bin zu klein. Oh, die haben das schon. Ah, die sind auch schon überall. Guckt euch das an. Schade. Aber die Niedrighängenden sind auch schon weg. Ah, letzte Woche, die waren echt gut. Letzte Woche, die waren echt super. Die sind schon überreif. Ja. Guck mal, was haben wir denn? Auf dem Schildchen hier. Vielleicht nichts, ne? Oh, eine schöne Gegend hier. Also ist auch Dörentrop, schönes Dorf. Ja. Guck mal hier, guck mal. Wespen und Hornissen. Nützliche Insekten mit schlechtem Ruf.
Steinbruch, hätte ich fast gesagt. Irgendwie sowas. Irgendwas war hier auf jeden Fall. Was ist das? Das ist ein Reiher, ist das. Ich weiß nicht, ob ihr den sehen könnt. Der lebt, ja. Der steht da im Wasser. Der kühlt sich die, ja, der lebt, die Füße. Ja. Ich hab gesehen. Ja. Machen wir ein schönes Foto von dem. Guck mal, da ist ein Dreier, da kannst du ja runterspringen. Aha. Da kommen wir ja noch näher ran. Ja. Ich glaube nicht, dass ja, der haut ihn ja. Friedliche Brummer, Wald, Bienen und Hummeln. Guck mal. Das soll nicht heißen, ihr würdet hier nichts lernen bei uns. Hä? So, komm, Achim, jetzt zeige ich aber auch mal was. Das dazu, der haut nie ab. Ne? Ist abgehauen? Schneller weg wie eine Kuppengurne. Scheiße. Ja, also das erste Mal, als ich dich gesehen habe, bin ich auch abgehauen. Aber Schmetterlinge. Ja, Schmetterlinge ohne Ende. Guckt euch das an hier. Erika, alles voll mit Schmetterlingen. Nein. Du sollst da runterspringen. Ich habe das Video. Alter, was fotografierst du diese komische Brücke? Ja. Oder was für eine Brücke, die da? Dieser Steg. So, hier. Waren hier nicht die Rehe? Oh nein. Ja, siehst du. Hast du toll gemacht. komm, der Achim laufen. Schaut mal, wo der Achim uns wieder hingeführt hat hier. Schönste Gegend hier. Schöne kleine Pfade hier. Ich sage heute die Tour einmalig. Gefällt sehr. Wunderbare Gegend hier, ne? Ja. Was den anderen Weg? Du hast ihn hier doch geplant. Ja, der ist doch gut hier. Hier ist unsere Bank. Ich hätte doch alles. Wie gerufen. Und eine schöne Aussicht hier. Und eine schöne Aussicht. Also du kannst doch nicht mit den Füßen auf der Bank hier. Du siehst doch, dass sie hier eingewachsen sind. Das ist ja dieser. Wenn die kleinen Leute mal was sehen wollen, dann müssen sie sich auf was draufstellen, damit sie sich mal groß fühlen. Oh, mit deiner Kamera. Das ist aber scheiße, weil der Baum ist. Ja, toll, soll ich ihn abhacken? Okay, warte, hol mal die Säge raus. So. Oh. Der Hahn kräht nach der Weiber. Ach Gott, schön. Ja, ist er weg. Jetzt habe ich ihn noch. Zwei sogar waren da. Jetzt habe ich ihn noch. Einmal gekriegt, aber war schon zu weit weg. Komm doch nochmal zurück. Ja, das ist zu klein da. Komm zurück. Ja, das ist zu klein, aber die Wolken sind schön. Warte.
Ja, komm hier hin. Komm zurück. Das war aber kein kleiner. Ne, das waren zwei auch. Da unten war, ist da unter, also ein paar Meter unter ihm ist auch einer geflogen. Sehe ich schon. Komm, lass uns erst gerade Pause machen. Ja, gut. Machen wir. Na? Ich glaube, Achim und ich, wir gehen jetzt erstmal hier ein bisschen die Champignons sammeln. Könnt ihr die sehen, die schönen weißen Flecken hier? Die brauchst du ja nicht mal suchen. Nee, die brauchst du nicht suchen, die brauchst du nur einsammeln. Guckt euch das an hier. Herrlich. Die Ruhe. Achim ist total glücklich. Davor. Ja, guck mal. Aber plant jetzt für jede Tour bis Ende des Jahres eine Raketenbasis. Ja. Okay, mal gucken, ob hier noch so viel zu sehen ist wie bei der letzten. Wahrscheinlich weniger. Ne? So. Boah. Schöne asphaltierte Straße hier. Ja, das stimmt. Aber oh Gott, vielleicht müssen wir noch ein paar Meter gehen. Hier war mal was. Hier war mal, hier war mal. Hier ein Gebäude, ja. Was wir abgetragen haben. Da haben ein paar, hier ist noch ein Steinkreis, ein paar Jugendliche irgendwie was gebastelt. Na ja, gut, die liegt ja eh auf dem Weg. Hier ist die E1. Aber höher wie 380 sind wir jetzt aber. Hier ist der Hansa-Weg ist hier. Ne? 387. Jetzt, wie gesagt, vielleicht schauen wir das hier 100 noch. Na, mal gucken. Dann müssen wir da oben drauf. Auf dem Hügel. Ja. Kommen wir ja. Au! Hier durch. Au! Au! Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt kommen wir nicht weiter. Das ist unser Weg. Das ist ja toll. Kannst du da durchkriegen hier, Achim? Soll ich die Taschenlampe rausholen? Dass du den Weg mal frei machst? Wie kommen wir da durch? Ja. Alter Falter. Das ist interessant, oder? Ja, haben sie aufgesägt. Guck mal. Aufgesägt. Der war eine sehr neue. Ja, guck mal, die beiden Dinger haben sie da rausgesägt. Guck mal. Hier oben. Kannst du was sehen? Ja. Nicht viel, aber. Ein bisschen konnte ich kurzfristig was sehen. Ja, halt doch mal rein. Ja, halt doch mal rein. Also halt doch mal rein, guck mal. Alter, du stehst doch da vorne. Ja. So. Und? Alter, ich weiß nicht, ob es da weitergeht oder ein Sandhügel kommt. Ja. Die Gipfelstürmer. Das ist der Steinberg. Oh, da sitzen auch noch rein. Na super. Ja. Ach Gott. Wie soll das anders sein, ne? Eben noch gesagt, keine Leute. Die hängen da oben rum und essen und trinken. Was bei uns verboten ist. Tja. Wo kommen wir her? Achso. Das ist ein schöner Rundumblick hier. So, ja, wenn du sagst, die Burg kommt jetzt als nächste. Ja, ich geh jetzt mal gucken. Ich weiß
Lass ich mich doch mal überraschen. Ups. Ich sehe schon, das wird keine Burg heute. Doch. Da ist er. Burg Sternberg. Na gut. Kann man am Foto schon sehen? Da ist er. Ah, guck mal. Da ist aber doch noch ein Stückchen hin. Kein Hügel, keine Hügelburg oder kein Hügelberg oder. Ja, so ein Hügelburg kommt auch noch hin. Ja, die brauchen wir von hier angucken. Also. Die sind mir auch auf dem Weg, sind 20 Meter. Ja, gut. Da haben wir doch noch was vor uns hier. Aha. Alt Sternberg ist das. Die Wallanlage Alt Sternberg. Mal gucken. Okay. Guck mal, die roten Buche ist das Schönste. Ja, geht das. So, das ist sie. Guckt es euch an. Könnt ihr was erkennen hier? Ja, ist ja auch schon seit ein paar hundert Jahren nichts mehr da, deswegen können wir auch nichts erkennen. So Freunde, wir sind bei der Burg angekommen. Und viele, viele Motorradfahrer auch da auf dem Parkplatz. Mal gucken. Geht aber nur zu voll. Mal gucken, wie ich das gleich hinkriege und schneide. Ich muss zwischendurch dann immer mal wegblenden, weil hier mit Sicherheit viele Menschen sind. Ich sehe jetzt schon den ersten Fahrradfahrer, keine Ahnung, warum der da steht. Mal gucken. 1778. 88? Ja. Hier steht doch 1500, oder? Oder ist das? 1588. Also richtig. Für eine 7 wäre es falsch rum, ne? So, mal gucken, was wir hier haben. Mal Geschichte und Aufgaben des Landesverbandes Lippe. Im 13. Jahrhundert wurde die Burg Sternberg errichtet. Das ist ein schönes. Das hat noch nicht genug Landschaften fotografiert, kann das sein? Was gibt's denn hier? Ein Holzritter. Keine Ahnung. Ein Bisonkopf. Ein Holzbisonkopf haben wir auch hier. Guck mal. So. Und ein Auto gibt es auch hier. Sehr schön. Lieber VW. Ja. Nee, BDG. Das ist der Oh. Okay. Burg mit Burgmauern. Was war da drin? Kannst du was kaufen? War das der Buck?
Musik, weiß ich nicht, irgendwas mit Musik. Der hat ein E-Bike, Alter. Der hat ein E-Bike. Ich weiß nicht, so alt sieht das jetzt hier gar nicht aus, ne? Die von, keine Ahnung. Da musst du Maske aufsetzen. Ja, ja. Du siehst bloß. Tja. So. Das war die Burg. Nicht viel. Etwas. Freunde, die Wanderung neigt sich dem Ende zu. Wir haben es fast geschafft. Wir kommen zum Fazit. Ach, ich lasse dir wie fast immer an dem Vortritt. Wie immer, ja, eine würdige Abschlusstour Sommer. Vor den Sommerferien oder vor genau. Den Sommerurlaub. Tolle Gegend, klasse. Also war nichts zu meckern, ne? Nein. Wege alle gut. Top, ja, muss ich sagen. Kein Off-Grid. Herrlich. Ja. Gegend abwechslungsreich, schöne Aussichten, Sonne war toll, Wetter war toll, Gegend super, kann ich nur empfehlen. Also wer wandern möchte, hier auf jeden Fall. Jetzt sehr viel hübsche Sachen, hübsche Gegenden, hübsche Aussichten. Einziges Nervige waren die Motorräder. Ja gut, die Motorräder, das ist... Ja, aber bei so einem Wetter und dann die Serpentinen hier und... Ja, ja, stimmt natürlich. Ja, die Burg weiß jetzt nicht... Dann fahren die halt ziellos durch die Gegend. Ja, die müssen das wohl machen. Gut, so, ich würde sagen, ja, jetzt ist erstmal bis Ende August ist erstmal Pause. Frühste Termin ist, glaube ich, 23. Mhm. Ne? Ja, 23.8. Ansonsten, wie gesagt, abonniert uns, macht die Glocke an, dann werdet ihr informiert, wann es neue Videos gibt. Facebook sind wir, Instagram sind wir, folgt uns und ihr werdet dann informiert, wann es neue Touren gibt von uns. Ich wünsche euch schöne Woche, schönen Urlaub, schönen Sommerurlaub. Genießt den auch in einer schweren Corona-Zeit. Bleibt in Deutschland. Schleppt nichts mehr ein. Ansonsten, wir sehen uns. Bis dann.